Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Alkauf Haus. Ihr fragt euch bestimmt, wo ich hier stehe und was ich hier mache mit meinen weißen Sneakern, aber einige können sich vielleicht denken, wir stehen in der Baugrube von unserem Haus. Ja? Hier kommt unser Keller hin und ich bin mächtig stolz darauf, dass es jetzt schon so eine Gestalt hier angenommen hat. Habe ich natürlich gestern alles alleine gemacht. Habe gestern Abend angefangen mit meiner Schaufel und jetzt hier alles ausgebuddelt. Also, Spaß beiseite. Da haben natürlich viele Leute mitgeholfen, das innerhalb von anderthalb Tagen hier auszuheben. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das an, denn es ist nicht eine gewöhnliche Baustelle, denn normalerweise würden wir jetzt hier im Wasser stehen. Denn wir haben hier ein Grundwasser ab anderthalb Metern und theoretisch gesehen wäre es ein perfekter Pool, aber wir wollen natürlich ein Haus bauen. Und dafür gibt es diese schwarzen Schläuche da oben, die seht ihr, die sind im Erdreich versenkt und pumpen das ganze Wasser hier raus mit einem Schlauch, der ist 400 Meter lang. Das geht hier in den nächsten Teich rein. Ansonsten wäre unser Keller unter Wasser. Also ihr Lieben, ihr seht, es geht voran. Und was auch ganz schön ist, Bagger fahren. Und für alle, die sich fragen, wo Hanna eigentlich ist, die ist heute in Hamburg, hat einen Termin, konnte leider nicht dabei sein. Aber ich meine, ich halte hier die Stellung und wir schauen uns jetzt mal an, was die Jungs hier so fabrizieren. Den Alpen. Wir sind tatsächlich immer noch auf dem Grundstück. Das hinter mir sind die ganzen Berge an Sand, die wir da rausgeholt haben für den Keller. Und gibt es unterschiedliche Arten jetzt von Sand tatsächlich. Das ist so sehr lehmhaltig. Das werden wir wieder benutzen, um nachher diesen Keller zu verdichten. Das kommt also außen als Aufschüttung wieder rauf. Und diesen Berg da hinten, der hat so ein bisschen andere Farbe. Das werden wir nachher sozusagen als Mutterboden nehmen, damit wir nachher einen schönen Rasen haben. Und da sind gewaltige Mengen natürlich. Da brauchst du auch nachher wieder einen Bagger. Ich sehe manchmal Leute, die das mit der Schaufel machen. Wahnsinn, Respekt, wirklich. Ich glaube, du könntest mich danach irgendwie selber in die Grube packen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig für uns, denn wir haben relativ viel Grundstück und da wird nachher dann ein ganz toller Rasen angepflanzt. Das machen wir auch selber. So ihr Lieben, meine Schicht auf der Baustelle geht noch ein bisschen weiter und wenn es euch gefallen hat, dann liked und abonniert den YouTube-Kanal von Alkauf Haus und das nächste Mal ist auch wieder Hanna dabei. Tschüssi!